Hallo Leute und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute mal ein Tutorial vorstellen für all diejenigen, die bereits Windows 10 installiert haben und sich vielleicht wundern, warum überall im Explorer diese zwei Wolken auftauchen mit der Beschreibung OneDrive. Wir wollen heute klären, was ist das überhaupt und was kann man damit so alles machen. So, wir kommen erstmal zur Erklärung, was ist OneDrive überhaupt? Jetzt kommt die Auflösung. OneDrive ist der zentrale Cloud-Speicher, der von Microsoft zur Verfügung gestellt wird. Hier haben wir die Möglichkeit, bis zu 15 GB hochzuladen und überall im Internet darauf zugreifen zu können. Wir haben hier eine kleine Besonderheit für Abonnenten von Office 365. Die haben hier sogar unbegrenzten Speicherplatz zur Verfügung. Wenn wir OneDrive installieren, haben wir die Möglichkeit, einige Ordner schon automatisch synchronisieren zu lassen. Darunter fällt zum einen der Dokumente-Ordner, zum Beispiel der Musik-Ordner. Ganz neu in Windows 10 auch die Windows Store-Apps, die können hier auch schon synchronisiert werden. Für Spieler wäre hier aber der Dokumente-Ordner am interessantesten. Viele Spiele speichern ihre Savegames in diesem Dokumente-Ordner. Dadurch haben wir einen Vorteil, wenn wir uns auf einem anderen Rechner einloggen und wir uns an dem OneDrive anmelden, dass automatisch unsere Spielstände synchronisiert werden und wir auf unseren letzten Spielstand ohne irgendwelches Rumkopieren von Savegames einfach weiterspielen können. Das funktioniert natürlich auch auf den anderen Wege, dass durch die Synchronisation auch unser anderer Spielerechner wieder aktuell ist. Wir haben auch noch andere Möglichkeiten, die ich jetzt euch nochmal zeigen werde. Wir können auch normale Dateien einfach in diesen Cloud-Speicher hochladen. Wenn wir OneDrive konfiguriert haben, öffnet sich so ein kleines, so eine kleine Einleitung, eine kleine Webseite, Willkommen bei OneDrive, die kurz erklärt, was wir hier so machen können. Ich lese es mal vor. Um Elemente zu OneDrive hinzuzufügen, ziehen Sie diesen in den OneDrive-Ordner. Das machen wir doch mal. Wir schreiben hier einfach mal was rein. Etwas Wichtiges. Speichern das und ziehen das, wie gesagt, hier rein. Man sieht ja, dass es gerade aktualisiert wird. Wir warten einen kleinen Augenblick. So, jetzt ist der grüne Haken dran. Das heißt, das Dokument ist jetzt in der Cloud. Und wir schauen uns mal an, was wir jetzt als nächstes machen können. Dateien und Ordner freigeben. Damit andere ihre Dateien anzeigen oder bearbeiten können, können sie sie freigeben. Sie können auch Ordner bearbeiten, die für sie freigegeben wurden. Das heißt, wir können hier mit Rechtsklick jetzt einfach draufklicken, einen OneDrive-Link freigeben. Jetzt kriegen wir hier die Meldung, dass der Link in der Zwischenablage gespeichert wurde. Den rufen wir jetzt einfach mal auf. Ich habe hier zur Präsentation gleich mal Windows Edge verwendet, der neue Browser, der von Windows 10 stammt. Ja, und jetzt sehen wir hier online unser Dokument, etwas Wichtiges, können das hier auch gleich bearbeiten, wenn wir die nötigen Rechte dazu haben. Wenn ihr vor lauter Überheblichkeit am Anfang einfach mal weitergeklickt habt, irgendwas an OneDrive konfiguriert habt und wollt die Einstellung jetzt nochmal ändern, könnt ihr einfach den OneDrive-Ordner löschen. Wenn ihr den PC dann neu startet, kommt wieder nochmal eine neue Abfrage, dass ihr einen neuen OneDrive-Ordner konfigurieren könnt. Das geht eigentlich ziemlich simpel. Da könnt ihr dann auch nochmal alle Einstellungen vornehmen, was ihr dort synchronisiert haben wollt. Wenn ihr die Funktion nicht nutzt, zum Beispiel, weil ihr vielleicht Dropbox verwendet oder sagt, ach nee, diese Cloud-Speicher, die sind mir zu unsicher, ich benutze lieber was eigenes, könnt ihr auch unten auf diese Wolkensymbol gehen, unter Einstellungen und hier einfach sagen, ich möchte mich gar nicht damit verbinden, ich schalte das einfach aus. Dann wird OneDrive auch nicht mitgestartet und ihr habt eure Ruhe davon. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.